Masken tragen, Kontaktverbot, geschlossene Läden. Die Corona-Schutzmaßnahmen sind nervig, aber sie retten Leben. Doch ein Mann fragt, wessen Leben eigentlich? Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen und aus unerklärlichen Gründen irgendwie bei den Grünen, er kritisiert die Corona-Maßnahmen scharf und sagt, tödlich ist Corona fast ausschließlich für hochaltrige Menschen. Ich sage es Ihnen mal ganz brutal. Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Warte mal, wie spät ist es? Ach so, es ist schon wieder Zeit, dass wir in Deutschland dem Leben von Menschen unterschiedlich viel Wert beimessen. Die Boris Palmer, der Wert deines Lebensskala. Junge Menschen, muss man aufpassen, Schutzmaßnahmen, Shutdown. Alte Menschen sind in einem halben Jahr sowieso tot. Braucht man Schutzmaßnahmen gegen Corona überhaupt, wenn vor allem alte Menschen daran sterben? Ist es das wirklich wert? Das wird man ja wohl noch fragen dürfen. Also, Herr Palmer, falls Sie gerade zuschauen, Sie sind Politiker in einem Land, da gilt etwas, das nennt sich Grundgesetz. Vielleicht schon mal irgendwo gehört, falls nicht, besonders der erste Satz darin, extrem spannend, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wissen Sie, was dazugehört? Dass man nicht den Eindruck erweckt, dass der Schutz des einen Lebens irgendwie wertvoller wäre als der Schutz eines anderen Lebens, weil der andere schon krank ist oder alt oder was auch immer, ja? Ist ein ganz einfaches Konzept. Alle Leben sind gleich viel wert. Alte Menschen haben bei uns oft genug schon die Sorge, dass sie anderen irgendwie zur Last fallen könnten. Zum Beispiel, wenn die Rente eigentlich nicht reicht, aber man die eigenen Kinder und Verwandten nicht um Geld bitten möchte. Oder wenn es im Supermarkt an der Kasse oder im Bus beim Einsteigen mal ein bisschen länger dauert, die Leute gucken schon, ja, alles nicht sehr angenehm. Aber jetzt sollen sich die alten Menschen in Deutschland auch noch dafür schämen, dass sie die Ersten sind, die an diesem Virus sterben? Dass sie ganz egoistisch durch ihr angeschlagenes Immunsystem unsere Wirtschaft runterziehen? Also ich sag Ihnen mal, wer sich gerade schämt? Ihre eigene Partei. Und zwar für Sie. Die grüne Jugend nennt sie den ekligen Typen, den alle einfach nur loswerden wollen. Ihr eigener Landesverband stellt klar, Boris Palmer spricht nicht für die Grünen. Und die grüne Bundestagsabgeordnete Janne Beidham gibt ihnen den freundschaftlichen Ratschlag. Geht's noch? Einfach mal die Fresse halten. Nachdem sich alle für deinen Müll in Grund und Boden schämen, holst du nochmal richtig aus und sagst, du fühlst dich missverstanden. Palmer labert, der Shutdown bei uns treibt nicht nur die Wirtschaft in den Abgrund, er wird nach Auffassung der UNO auch viele Kinder in den armen Ländern das Leben kosten. Die Kinder in den armen Ländern, ja, also darum geht's Boris Palmer, also wirklich, das stellt er dann doch nochmal klar, ja, also wir Deutsche müssen die Verbote lockern und uns am 1. Mai mit dem Bollerwagen wieder besaufen, den armen Kindern zuliebe in fernen Ländern, so sagt die UNO, das ist ein hartes Statement, Boris, du bist der Mann. Problem, leider stellt die UNO keinen Zusammenhang zwischen den Ausgangsbeschränkungen in der westlichen Welt und der Kindersterblichkeit in Entwicklungsländern her. Im Gegenteil fordert sie, dass auch die ärmsten Länder der Erde Kontaktbeschränkungen und Lockdown-Strategien umsetzen, um die negativen Effekte der Pandemie auf Kinder nicht zu verschärfen. Was ein riesiges Problem ist, du Facebook-Bürgermeister, ist, dass in vielen Ländern auf der Welt gerade durch Corona wichtige Impfprogramme zurückgefahren werden. Millionen Kindern droht deshalb zum Beispiel die Ansteckung mit Masern, was tödlich sein kann. Ich weiß, bei uns in Deutschland nennt man Masern ja gerne mal verharmlosend Kinderkrankheit, aber allein im Jahr 2018, also lange vor Corona, sind weltweit 140.000 Menschen an Masern gestorben. Mit weniger Impfungen werden diese Zahlen voraussichtlich drastisch steigen. Das ist eine der ganz großen Bedrohungen, vor denen die UNO gerade warnt. Nicht, ob Deutsche im Park Koma saufen dürfen. Also, lieber Boris Palmer, jetzt auch mal so eine ganz blöde Frage, nur am Rande, ja. Sag mal, wo waren denn eigentlich deine ganzen Scheißpläne zum Retten der armen Menschen in der dritten Welt vorher die ganzen Jahre? Kommt ja auf einmal irgendwie nur jetzt, komisch. Also, du hast diese Leute sonst gerne abgewatscht mit, wir können nicht allen helfen. Deine eigenen unverschämten Worte über sie waren sogar, unseren Wohlstand können wir nur erhalten, wenn wir diesen Wohlstand einer sehr großen Zahl von Menschen, die danach streben und in unser Land kommen wollen, vorenthalten. Genau, das geniale System.
Wir torpedieren Afrikas Wirtschaft, indem wir ihnen zum Beispiel so viel Billigfleisch aus unserer Massentierhaltung schicken, dass dort die einheimischen Landwirte pleite gehen. Wir rauben die Rohstoffe eines ganzen Kontinents. Wir Europäer haben wertvolle Ressourcen zu Niedrigpreisen bekommen und den Arbeitskräften Sklavenlöhne gezahlt. Die sogenannte Dritte Welt wird von uns so hart ausgenommen, dass viele dort keinen anderen Ausweg mehr sehen, als zu versuchen, zu uns zu kommen und diesem geraubten Wohlstand hinterherzuziehen. Und jetzt hast du, lieber Boris Palmer, tatsächlich die Eier, dass du einerseits sagst, diesen Wohlstand müssen wir den Leuten vorenthalten, aber andererseits, sobald dieser Wohlstand gefährdet ist, wie jetzt in der Corona-Krise, dann dürfen auf einmal diese armen Leute, denen wir den Wohlstand eigentlich vorenthalten müssen, dann dürfen sie auf einmal als Ausrede herhalten, warum wir die Wirtschaft um alle Fälle irgendwie wieder antreiben müssen. Ja, den armen Menschen zuliebe, ist klar. Also, guck mal, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Hilfe. Aber vielleicht muss ich das selber auch gar nicht mehr, ne? Also jemand anderes hat es eigentlich schon in einem sehr passenden Zitat exzellent auf den Punkt gebracht. Eine weise Frau sagte einst: Geht's noch? Einfach mal die Fresse halten!